Hallo Leute, guten Tag, Virgil. Willkommen zu einem neuen Projekt Taxi Man des London. Das Spiel ist mit Bane Taxi zu vergleichen. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt in London sind. Und ja, wir sind in Großbritannien. Da waren wir in Deutschland in Bane Taxi, sind wir in Großbritannien. Die Währung ist anders, es ist dort Pfund. Und ja, aber die Spielweise ist eigentlich die gleiche. Ich meine, man muss auch wieder Kunden ausliefern und Taxi fahren. Und es gibt natürlich auch einen Mehrspielermodus. Das sind die Autos, den werde ich auch fahren. Der ist schnell und man kann ihn gut kontrollieren. Der ist langsam und hässlich. Der ist zwar schnell, aber man kann ihn schlecht kontrollieren, weil dann kann man ziemlich abkommen schnell von der Bahn. Der ist zwar langsam, aber gut aussehend. Ich meine, solche Taxis fahren ja normalerweise in London, aber wie gesagt, der ist langsam, also mit dem können wir ziemlich lang brauchen, also da wird uns die Zeit wahrscheinlich nicht reichen mit dem Wagen. Also nehmen wir den. Und wie gesagt, ich muss auch die Taktik wieder mal benutzen, die bei Bane Taxi schon benutzt habe, dass ich die Abnahme da kurz abbrechen muss, damit das Spiel mir nicht abstürzt. Ja, und wie man hier sieht, den Text nur kurz vorlesen. Am ersten Tag in einem neuen Job als Taxifahrer in London wollen wir es langsam angehen lassen. Also zunächst eine leichte Aufgabe, verdienen Sie 250 Pfund in 3 Minuten. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir losfahren. Ja, wir haben jetzt 3 Minuten jetzt. Das müssen wir 250 Pfund verdienen. Pfund, nicht Euro. Nicht zu verwechseln damit. Man sieht auch, dass es jetzt Pfund sind. Was ihr gerade gehört habt, sind diese fiesen Menschen, die mit Flaschen rumwerfen. Ich verstehe nicht, was das für ein Feature für das Spiel ist, aber okay. Nur in diesem Spiel gibt es eine Besonderheit. Wenn man hier runterfährt, nämlich in die Londoner Underground, also in die U-Bahn, wer das nicht kennt, aber ich glaube, die meisten wird es vom Englischen unterricht kennen, ist hier so ein Alien und das bringt mehr Geld. Das war jetzt zwar grün, aber normalerweise gibt ein Grüner nicht so viel Geld wie dieser Alien hier. Das sind solche besonderen Fahrgäste, also nicht nur ein Alien, sondern noch so ein dicker, keine Ahnung, Chinese oder Japaner. Irgendwo noch, aber warte, nee, ich zeige ihn euch, weil ich glaube, den habe ich da gerade schon gesehen. Den, glaube ich, findet man hier. Ja genau, da drüben steht er, seht ihr ihn? Aber um dahinter zu gelangen, müssen wir so eine Kugel treffen. Und die zeige ich euch, wo die jetzt ist. Da drüben, ja genau. Müssen wir das mal kurz da rammen. Damit wir einen Sprungbonus kriegen. Und wenn wir jetzt eine gewisse Taste klicken, das kann jetzt eine beliebige sein, das hängt dabei jetzt ab, wie ihr es einstellt. Kann man überspringen. Und wir fahren mal hinter diesem Gast. Natürlich muss ich ein bisschen schneller fahren, weil ich habe noch eine Minute. Aber das sollte zu schaffen sein. Und da ist er ja schon. Na komm her. Und bitte, das gleiche Ziel und er zahlt uns viel mehr. Ja, das ist ein bisschen umständlich, das rauffahren. Aber es macht ja nichts. Und so kann man an schnelle Geld kommen. Einfach nur diese besonderen Fahrgäste ausliefern und dann hat man schon das ganze Geld. Und wie man sieht, wenn das Geld oben grün markiert ist, heißt das, wir haben das genug Geld verdient. Also das Limit ist erreicht. Wir sind fertig. Für diese Mission zumindest. Man kann auch zurückblicken. Das habe ich bei Bane Taxi auch, glaube ich, gemacht. Damit ich schauen kann, wie der Schaden ausschaut. Und wenn der Wagen mal ein bisschen kaputt sein sollte, dann ist es nicht so wie bei Bane Taxi, dass man in diese Werkstatt reinfährt, sondern man rammt dieses Ding hier. Und der Wagen wird repariert. Ich glaube, ihr habt auch dieses Bomben-Element gesehen, dieses grüne. Das ist ein Bomben, das kann ich jetzt nicht zeigen. Die Zeit ist vorbei. Also, bis später. Ich muss ja die Aufnahme abbrechen. So, da bin ich wieder. Jetzt in der gleichen Zeit 400 Pfund verdienen. Ja, und das habe ich gemeint, dieses Bomben-Element. Und das trifft. Jetzt kann man durch Hartricken wird eine Bombe geworfen. Oder Granate. Wie ihr es wollt. Wie ihr es nennen wollt. Aber für mich schaut das jetzt eher aus wie eine Bombe. So. Wir machen die gleiche Taktik wie vorher. Wir fahren mal wieder in den U-Bahn-Schacht. Und
nehmen wir uns diesen besonderen Gast mit. Es ist vor allem gut, wenn dieser Gast rot ist, weil wenn der rot ist, kriegt er richtig viel Geld. Aber das ist in dem Fall Glückssache. Okay, orange ist auch nicht schlecht. Könnte sich schon vielleicht ausgehen. Na, ich hab's geahnt. 519 Pfund. Das ist genug für diese Mission. Manchmal glückt sogar ein Gast. Natürlich ist das in der nächsten District anders. Das heißt, ich kann nicht mehr hier hinfahren, die Underground. Sondern ich muss da eine andere Stelle suchen. Aber ich kenne mich ja bei dem Spiel mittlerweile schon aus. Ich habe das Spiel schon gespielt früher. Und ich kenne mich schon aus in dem Spiel. Also, ich kenne diese ganzen Abkürzungen und diese ganzen Schächte, wo die man finden kann. Und wie ihr seht, das Geld ist grün. Das heißt, wir sind mal wieder fertig. Ich zeige euch noch ein bisschen hier die Gegend. Ihr seht, die Wand ist, da ist so eine rote Wand. Das heißt, da ist eine Sperre. Das heißt, man kann dann noch nicht durchfahren. Und dieses Orangene da, das erzeugt sozusagen einen Boost. Das heißt, man wird so um die 150 Kilometer pro Stunde Beschleunigung kriegen. Ich zeige es mal schnell. Ja, das passiert. Schauen wir uns mal jetzt ab, sonst passiert noch was und das will ich nicht. Aber das ist gemeint. Dass man durch dieses Orange ein bisschen Geschwindigkeit dazu kriegt. Ein bisschen bei den Wagen. Da ist noch sowas, aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt durch die Gegend ein bisschen fahren. Ich meine, wir haben das Geld ja schon beisammen. Wie ihr hier seht, ist es hier das Buckingham Palace. Hoppla. Das Buckingham Palace nochmal. Es ist eigentlich schon ein Esschen, muss man da lernen. Also es ist gar nicht mal so leicht. Naja, schwer ist es auch nicht, aber es ist nicht leicht. Ich würde nur sagen, es ist ein Mittel. Man muss sich schon auskennen. So, und jetzt mal wieder kurze Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt in 4 Minuten 600 Euro. Euro. Pfund, ja. Jetzt würde ich noch Euro sagen. So, ich schmeiße mal die Scheinwerfer an. Ist jetzt nicht so wichtig, aber da die anderen Autos es ja auch haben, kann ich es ja auch machen. So. Wieder die gleiche Taktik. Fahren wir wieder in die U-Bahn rein und schauen wir mal, was diesmal der Zombie zu bieten hat. Alien. Entschuldigung. Kann ja passieren, wenn man sich kurz irrt. Wir sind schon da. Und wir haben 200 Euro verdient. Pfund. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich immer noch Euro sagen. Schon ein bisschen, muss mich jetzt ein bisschen abgewöhnen. So, jetzt wieder fahren wir diesen Dicken da abzuholen. 309 Pfund haben wir jetzt. Wir haben da ein bisschen Trinkgeld gekriegt, habe ich gar nicht mehr bemerkt. Kurz umdrehen. Ah, verdammt, jetzt sind wir ausgeschleudert. Verdammt, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil ich habe noch 2 Minuten. Ich habe die Hälfte erst. Also nochmal das gleiche. Das ist da ein bisschen gefailt. Bisschen aufpassen hier, weil hier herrscht ja Linksverkehr in England, wie ihr wisst. So, jetzt aber. Jetzt aber vorsichtig, nicht wieder rausfahren. Erst rausfahren, wenn der Gast drin sitzt. Komm raus, ich habe keine Zeit mehr. Hallo, wo ist er? So, da ist er, komm raus. Wieso versteckt er sich? So, Beeilung. Das geht sich aus. Oh, danke, Trinkgeld. Wir haben genauso viel Zeit wie er. Ich fahr mal ein bisschen den Wagen reparieren, weil das schaut schon. Ja, jetzt brennt da schon der Wagen. Weißer Rauch kommt. Aus dem Wagen. Sie sehen nicht weit. So, komm jetzt raus aus dem Wasser. So, jetzt ist der Wagen wieder repariert. Und jetzt haben wir genau 500.
Pfund mehr gekriegt. So, und bitte. Wir haben alles. So. Dann nehmen wir sieht noch den Elizabeth Tower, beziehungsweise Big Ben. Weil Big Ben ist die Glocke, merkt euch das. Und die Houses of Parliament und die Westminster Abbey. Ja. Und dann noch das London Eye, aber das können wir uns erst später anschauen, wenn die District hier dann die nächste kommt. Also der nächste Stadtteil. Dann ist der hier, wo wir sind jetzt, gesperrt und der andere ist wieder frei. So, jetzt wieder Pause. Bis gleich. Da bin ich wieder. Es ist Abend und jetzt müssen wir in 5 Minuten 750 Pfund verdienen. Na gut, fahren wir mal los. Schauen wir mal, ob die zwei wieder mal viel haben. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier keine anderen Kunden ausliefere. Naja, ich finde einfach, das ist die beste Geldquelle. Für den Anfang. Und wenn man diese zwei Orte hier kennt, dann hat man es eigentlich ziemlich leicht. Schauen wir mal jetzt hier. Okay, diesmal ist er orange. Ah ja, bitte schon, haben wir schon mehr als die Hälfte. So, ich gebe mal Gas. Okay, wir sind da. Bitte. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Jetzt noch hier das schnappen und dann noch den dicken da hinter der in dem Buckingham Palace schnappen. Ups, das war ein bisschen gefällt. Noch einmal das Ganze. Aus dem Weg bitte, danke. Diese Busse, das kann man irgendwie ziemlich leicht wegrammen. Diese Double Decker. Sind ja diese ganzen Double Decker Busse. Sind ja die typischen in London. So, jetzt aber, jetzt versuche ich nochmal. So, jetzt hat es funktioniert. Wobei, muss man dazu sagen, dass ich ziemlich lange das nicht gewusst habe, dass hier noch ein versteckter Fahrgast ist. Das habe ich erst vor kurzem erfahren, eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das könnte sich ausgehen, das Geld mittlerweile schon. Okay, er ist zufrieden, ausnahmsweise mal. Diese frische Nerven ein bisschen. Hört ihr das? Ich glaube, der hat's eh. Okay, nicht mehr zufrieden. Na bitte, das Geld ist schon fertig. Jetzt können wir uns ein bisschen da umschauen, in der Stadt. Wagen reparieren schnell. Nicht, dass er uns abbrennt. Hm, 782 Pfund, das ist gerade mal 30 Pfund mehr als verlangt ungefähr. Also 32 genau zu sein. Das ist übrigens die Hupe von dem Wagen. Bisschen Boost. Schneller können wir nicht fahren, weil sonst braucht der Wagen und der verlangsamt sich dann selber. Oh, das ist neu hier wieder. Das wird ständig erneuert hier, wie man sieht. Ja. Ich würde mal sagen, nach dieser Mission beende ich die Aufnahme dann mal und in der nächsten Folge machen wir dann die neue District weiter. Weil, ich glaube, 4 Missionen reichten pro Folge, sag ich mal. Ja. Also ich fahre noch ein bisschen herum. Ja, seht ihr diese Männer da, diese, mit denen die Waschen herumwerfen? Das nervt richtig, weil wenn der Wagen schon ziemlich kaputt ist und die noch mit den Flaschen herumwerfen, dann wird der Wagen vielleicht zu Schoten oder zerfällt und das ist dann noch ziemlich ärgerlich dann. Aber naja, was kann man dagegen tun? Leider nichts. Einfach, außer man fährt weiter weg.
wieder sind sie da. Bisschen Bombe vielleicht werfen. Nicht, da hab ich eingeschaltet, passt. Wie mag ich diese Bombenanimation? Bisschen. Okay, weil kann ich nicht mehr reparieren. Feuer und dann setze ich das wahrscheinlich nicht mehr aus. Ne, doch, okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!